Täglich Demos in den Nachrichten. Menschen erheben ihre Stimme. Ob Fridays for Future, Black Lives Matter, Solidarität mit der Ukraine oder den Menschen im Iran. Aber war das schon immer so? Und welche Rolle nimmt politische Bildung ein? Und wie hat sie sich im Laufe der Geschichte verändert? Um der Geschichte der politischen Bildung auf den Grund zu gehen, beginnen wir zunächst im Deutschen Kaiserreich. Dort war die Idee des Untertanengeistes verankert. In der 1918 gegründeten Weimarer Republik entstand dann eine neue Entschlossenheit im Bildungswesen der nun republikanischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Im Dritten Reich, der Zeit des Nationalsozialismus, diente politische Erziehung vor allem einem Zweck: der Verankerung einer rassistischen und menschenverachtenden Ideologie durch Indoktrination. In der Nachkriegszeit fand in der BRD eine Re-Education-Politik der Alliierten statt. Ziel war es, die Deutschen zu Demokratinnen und Demokraten zu erziehen. In der DDR war staatsbürgerliche Erziehung das Ziel des SED-Regimes. Politische Bildung war das nicht. In der BRD forderten schließlich unter anderem die Studierendenbewegungen der 60er Jahre eine Verwissenschaftlichung. Dies führte zur ersten Politikdidaktikprofessur, zur Einführung von Politik als Schulfach und letztlich zu einer didaktischen Wende. Die Frauenbewegung und eine zunehmend pluralistische Gesellschaft zeigten Partizipations- und Repräsentationslücken deutlich auf. Sie kritisierten bestehende Verhältnisse und strebten nach mehr Emanzipation. In den 1970er Jahren diskutierten schließlich Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker drei Grundprinzipien politischer Bildung: das Überwältigungsverbot, das Kontroversitätsgebot und die Befähigung von Kindern und Jugendlichen, ihre eigenen Interessen zu entdecken und sich dafür einzusetzen. Der sogenannte Beutelsbacher Konsens aus dem Jahr 1976. Das Wort des Jahres 1992 war Politikverdrossenheit und es verdeutlichte die Unzufriedenheit in dieser Zeit, die in den kommenden Jahren noch weiter anstieg. Der Zeitgeist jener Zeit, vor allem zur Jahrtausendwende, forderte daher, demokratische Bildung als Teil jeden Unterrichts zu etablieren. In den 2010er Jahren entfachte erneut eine Debatte um Ziele, Aufgaben und Grundprinzipien politischer Bildung. 2015 formulierten politische Bildnerinnen und politische Bildner die Frankfurter Erklärung für eine kritisch-emanzipatorische politische Bildung mit 6 Thesen zur Erneuerung des Verständnisses von politischer Bildung. Die Inhalte der Thesen können mit folgenden Schlagwörtern zusammengefasst werden: Krisen, Kontroversität, Machtkritik, Reflexivität, Ermutigung und Veränderung. Und sie fokussieren dabei die Rolle politischer Bildnerinnen und politischer Bildner und die Befähigung junger Menschen, Gesellschaft zu gestalten. Seit ein paar Jahren steigt das politische Interesse und die Engagementbereitschaft vieler Menschen wieder an. Besonders die junge Generation sieht ihre Zukunft durch aufkommende und bestehende Krisen bedroht und organisiert sich. Noch immer wird Demokratie vor allem auf den Wahlakt reduziert. Doch Demokratie braucht sehr viel mehr. Sie braucht Vertrauen in ihre Institutionen, sie braucht aber vor allem Demokratinnen und Demokraten, die die bestehenden Verhältnisse kritisch reflektieren und analysieren. Demokratie braucht also politische Bildung, die Menschen dazu befähigt, analytisch und kritisch zu denken, zu urteilen und zu handeln.